Dieser Ort ist falsch. Ich habe mich vergessen lassen, als ich mich echt machte. Aber ich weiß, so war es nicht. Meine Erinnerungen an das Nicht sehen auch anders aus. Vielleicht, weil wir körperlich hier sind und nicht einfach nur träumen. Es heißt, ihr werdet in Haven aus dem Nichts geschritten. War es wie das hier? Vielleicht. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich kann mich immer noch nicht erinnern, was letztes Mal geschehen ist. Gut. Egal, was in Haven geschehen ist. Wir sind hier wohl kaum sicher. Dieser riesige Dämon war auf der anderen Seite des Risses, den Arimond benutzt hat. Und er war vermutlich nicht allein. In unserer Welt war der Riss, durch den die Dämonen kamen, ganz in der Nähe. In der Haupthalle. Können wir auf diesem Wege entkommen? Besser als hier zu bleiben. Es ist auf jeden Fall besser, als hier zu bleiben und darauf zu warten, dass uns die Dämonen finden, oder? Dort. Lasst uns gehen. Wahnsinn. Das ist faszinierend. Es ist natürlich nicht der Bereich, den ich ausgewählt hätte, aber körperlich durch das Nichts zu wandeln... Lasst euch durch eure Studien nur nicht ablenken. Das hier ist ein gefährlicher Ort. Besten Dank für die Warnung. Solus, ihr seid der Experte für diesen Ort. Wisst ihr irgendetwas, das uns weiterhilft? Das Nichts wird durch Absicht und Gefühl geformt. Bleibt es euch dorthin führen, wohin ihr möchtet. Der Dämon, der diesen Bereich beherrscht, ist außergewöhnlich mächtig. Irgendeine Spielart der Angst würde ich annehmen. Ich rate euch, euch vor seinen Manipulationen vorzusehen und euch auf ein zweifelsohne faszinierendes Erlebnis vorzubereiten. Hat er gerade Faszinierendes gesagt? Hier ist es nicht faszinierend? Ich könnte heulen hier drin. Das ist alles andere als schön hier. Das sieht aus wie so eine Justina? Jetzt komme ich gar nicht klar. Hallo? Hängt der wieder? Oder ist das wieder diese Ladebildschirm-Nachwirkung? Wieso kann ich... Wieso willst du nicht? Mir wird hier angezeigt, dass ich hier hin muss, aber es geht nicht. Ist das so eine Art Witz oder so? Das finde ich nämlich nicht lustig. Ja, mein Handy ist vollgeladen. Ach komm. Blöder Dämon. Du. Ja, Gott sei Dank. Nahkampfverteidigung. Was ist das für ein Spiegel? Magie? Okay. Was ist das? Es sieht hier so komisch aus. Buch? Wanderung im Nichts. Gefrorene Momente. Einst studierte ich das Nichts als Gelehrter. Ich sezierte es, wie es ein Kind mit der Ratte oder einem Frosch tun würde. Ich war jung und gierte nach der Macht, die ich erlangen könnte, wenn es mir gelänge, das Nichts zu bezwingen. Ich versuchte, Karten seiner Wege zu zeichnen, und als ich damit scheiterte, wollte ich sie befestigen.
In meiner Überheblichkeit kämpfte ich gegen die grundlegende Natur des Nichts an. Wie kann man einen Traum festnageln? Wie kann man einen Gedanken kontrollieren, damit er von seiner Entstehung bis zu seiner Vollendung stets demselben Weg folgt? Erst als ich diese Bestrebung aufgab und mich in Bescheidenheit übte, eröffnete sich mir das Nichts. Die Geister kamen und boten sich an, mich zu führen. Sie waren meine Lichter in der Dunkelheit. Auf ihrem Befehl hin hörten die Wege auf, sich zu verändern, sodass ich sie immer wieder beschreiten konnte. Mir wurden gewaltige Meere gezeigt, die jedoch kein Wasser enthielten, sondern Erinnerungen, gewonnen aus den Gedanken von Träumern. Ich trieb durch eingefrorene Momente, die bis ins letzte Detail perfekt waren. Und während ich dieses unmögliche Reich erkundete, hielten die Geister dunklere Geschöpfe fern. Ich lernte ihnen zu vertrauen, sie sogar zu lieben, und ich sah, wie sich meine Liebe in ihnen widerspiegelte. Und das Nichts kennenzulernen, um das Nichts kennenzulernen, darf man nicht versuchen, es zu beherrschen. Das Nichts ist der Meister, der Lehrer. Wir sind lediglich die Schüler. Aus den Schriften von Magister Callistus von Terrain, einigen bekannt als Callistus, der vom Nichts berührte. Jetzt möchte ich ja wohl eine Frage stellen, und wie kommt der Typ hier hin? Na? Ich nehme mal ein Schlückchen. Schlückchen in Ehren kann keiner verwehren. Jetzt gehe ich nochmal auf die rechte Seite. Vielleicht kann ich dann mit dieser Priesterin oder was auch immer das ist, da reden. Kann ja sein, dass man hier erst alle Geister platt machen muss. Was ist das? Nachforschen. Die Ängste der Träumer. Die Pilgerin. Ich kam gemeinsam mit den Gläubigen zum Tempel der Heiligen Asche, um beim Konklave mitzuhelfen. Ich flehte den Erbauer um Frieden an, doch die Berge erbebten, stürzten ein und begruben mich. Allein in der Finsternis mit zerschmetterten Beinen weinte ich aus Angst. Entschuldigung, vor einer Welt ohne den Erbauer, und glitt im Dunkel immer wieder in Träume von Monstern ab. Erhelle meine letzten Stunden, lass mich zum Erbauer gehen, ohne dass mich die Schrecken der Dunkelheit heimsuchen. Hier ist ein... Ein Schatz. Ein dicker Schatz. Ein netter Schatz. Eine Kerze. Finde eine weitere Angst. Präsentiere es der Pilgerin. Ach so. Ah ne, Moment. Wir müssen Kerzen finden. So. Das verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Hastig geschriebene Notiz. Ein Brief neben einer brennenden Kerze. Erbauer, schenke mir Kraft. Als die dunkle Brut nach Denerim kam, weinte ich so sehr, dass ich nichts mehr sehen konnte. Aber ich habe dennoch für dich gekämpft. Als dort, wo einst der Tempel der Heiligen Asche stand, Dämonen aus dem Himmel strömten, zitterten meine Hände so sehr, dass ich mit meinem Bogen nicht mehr zielen konnte. Aber ich habe dennoch für dich gekämpft. Als Korypheus und sein Erzdämon Haven zerstörten und mir meine Freunde töteten, schrie ich, bis mir die Stimme versagte. Aber ich habe dennoch für dich gekämpft. Sie schicken mich los, um Adamant anzugreifen. Es heißt, die Festung würde von einer Dämonenarmee verteidigt und unsere Aussichten seien schlecht. Wir können nicht siegen, aber unsere Ablenkungsmanöver, unser Opfer, gibt vielleicht den wichtigen Leuten die Chance, zu tun, was nötig ist. Mein Bauch krampft sich zusammen, und jedes Mal, wenn ich meine Augen schließe, sehe ich in alten Schlachten gefallene Freunde, die nach mir greifen. Ich habe solche Angst, Erbauer, aber ich werde dennoch für dich kämpfen. Verfasser unbekannt. Okidoki. Kann ich vielleicht jetzt mit der göttlichen Justinia reden? Ah, doch, jetzt geht's. Erbauer. Kann das wirklich sein? Ich grüße und auch euch, Champion. Göttliche Justinia. Ich dachte, ihr wärt tot. Ich erinnere mich nur an weniges von dem, was in Haven geschehen ist, aber ich dachte, ihr wärt tot. Ich fürchte, die Göttliche ist tatsächlich tot, Inquisitor.
Wir sehen uns hier vermutlich einem Geist gegenüber. Oder einem Dämon. Ihr haltet es für unmöglich, dass ich überlebt habe. Und doch seid ihr selbst hier im Nichts und am Leben. Tatsache ist, dass der Nachweis meiner Existenz auf jeden Fall mehr Zeit erfordern würde, als wir haben. Aber ihr versteht doch sicherlich unsere Bedenken und könnt uns erklären, was ihr seid. Ich bin hier, um euch zu helfen. Ihr erinnert euch nicht an das, was im Tempel der heiligen Asche geschehen ist, Inquisitor. Das stimmt. Tue ich nicht. Die Erinnerungen, die ihr verloren habt, wurden von dem Dämon geraubt, der Korypheus dient. Er ist der Albtraum, den man vergisst, sobald man erwacht. Er nährt sich von Erinnerungen voller Angst und Finsternis und labt sich an dem Grauen. Dieser falsche Ruf, der die Wächter so sehr in Angst versetzt und zu derart gewaltigen Fehlern getrieben hat, er ist sein Werk. Ich würde liebend gerne Rache nehmen für das Unrecht, das meinen Brüdern und Schwestern durch diesen Albtraum widerfahren ist. Ihr werdet eure Chance bekommen, tapferer Wächter. Dieses Reich der Finsternis ist sein Hort. Warum dienen die Dämonen Korypheus? Korypheus hat anscheinend reichlich Dämonen, die ihm zur Verfügung stehen. Wie schafft er es, so viele von ihnen zu kontrollieren? Ich weiß nicht, wie er seine Dämonenarmee befehligt. Möglicherweise entspringt seine Macht direkt der Verdammnis. Der Albtraum jedoch dient ihm aus freien Stücken, weil Korypheus gewaltiges Grauen in diese Welt gebracht hat. Er war schließlich einer der Magister, die die erste Verderbnis über die Welt brachten, nicht wahr? Jedes Weinen eines Kindes, wenn der Erzdämon am Himmel kreist, jedes Wimmern eines Zwerges in den tiefen Wegen. Der Albtraum hat gut gespeist. Oh Gott. Wie kommen wir nach Hause? Könnt ihr uns helfen, das Nichts wieder zu verlassen? Aus diesem Grund bin ich zu euch gekommen. Als ihr in Haven das Nichts betreten habt, hat der Dämon einen Teil von euch geraubt. Bevor ihr irgendetwas anderes tut, müsst ihr es wiedererlangen. Dies sind eure Erinnerungen, Inquisitor. Okay, dieses grüne Ding da. Ich muss meine Erinnerung wiedererlangen. Ich schieße ich. Halten, um Erinnerungen wiederzuerlangen. Was geht hier vor? Warum tut ihr das? Ausgerechnet ihr. Ah, da ist doch das Letzte. Flieht, solange ihr noch könnt. Ihr müsst sie warnen. Aha. Dies ist die Stunde unseres Sieges. Warum tut ihr das? Ausgerechnet ihr. Bringt das Opfer zum Schweigen. Hilfe! Jemand muss mir helfen! Was geht hier vor? Stammt also nicht von Andraste. Es kommt von der Kugel, die Korypheus bei seinem Ritual verwendet hat. Korypheus wollte den Schleier zerreißen, mithilfe des Ankers das Nichts betreten und die Tore der schwarzen Stadt aufstoßen. Und zwar nicht für die alten Götter, sondern für sich selbst. Als ihr jedoch seinen Plan durchkreuzt habt, ließ die Kugel stattdessen euch den Anker zuteil werden. Das hilft mir nicht weit.
So etwas hatte ich vermutet. Lasst uns weitergehen. Es war also nicht Andraste? So etwas hatte ich vermutet. Ich habe nie geglaubt, dass es Andrastes Werk war. Ich habe es selbst bewirkt, durch meine Taten. Dafür brauchte ich keinen Erbauer. Und jetzt könnt ihr euch dessen gewiss sein. Ihr könnt erst dann aus dem Hort des Albtraums entkommen, wenn ihr alles zurückerlangt habt, was er euch genommen hat. Ihr habt einen Teil eurer selbst. Aber er weiß jetzt, dass ihr hier seid. Ihr müsst euch beeilen. Ich werde euch den Weg bereiten.